Hallo liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Wir machen heute weiter mit dem Thema das andere Evangelium und der andere Yehoshua Mashiach. Ich hatte letztes Mal also das Thema, also wir hatten uns letztes Mal mit dem Geschäft, also das Geschäft mit dem Wort Elohim, Wort Gottes, beschäftigt. Ich möchte gern in diese Richtung weitermachen und heute nehme ich die Zeit, also kurze Zeit, das Thema Zehnte zu erklären. Halleluja. Yehoshua Mashiach, danke für dein Wort, danke für alles, was du tust, führe mich, in deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Also, das Thema Zehnte. Warum stehen wir also Zehnte immer noch in Gemeinde heutzutage? Es gibt also ein großes Problem in vielen Gemeinden, also unter Christen, sogenannte Christen heute. Es ist diese Vermischung vom Gesetz mit vom alten Bund mit neuen Bund. Was also im alten Bund gab, es wird trotzdem noch in Neue Bund also eingeführt und es verwirrt die Leute. Mose hatte also das Gesetz, also Gott hatte, Elohim hatte das Gesetz also an Mose gegeben und das Gesetz also an das Volk, also das Volk, also Israel. Und es gibt Dinge, die also im Gesetz, die für uns, für Neue Bund also wichtig sind und die kann man einfach nicht wegnehmen. Und es gibt auch noch weitere Sachen, die werden also trotzdem noch genommen. Zum Beispiel, du sollst nicht also töten, du sollst nicht du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und. Diese ganzen Sachen stehen, diese ganzen Sachen sind im Gesetz drin, aber die sind trotzdem für uns. Halleluja. Und deswegen ist also sehr wichtig, also das Gesetz Mose richtig zu unterscheiden. Also, diese Zehnte war Teil vom Gesetz Mose. Ja, es gibt Leute, die werden sagen, ja, Zehnte hat man also auch schon mit Abraham und gesehen. Also fangen wir einfach an. Heute werden wir also viele, ich werde also viele Bibelverse geben und mit Gottes Gnade werde ich auch trotzdem noch die Versen hier also schreiben. Halleluja. Also, Zehnte. Die Leute zahlen das immer noch. Und was nehmen sie also als Basis? Es ist immer dieser Vers, Malachi Kapitel 3, Vers 10. Also, Malachi Kapitel 3, Vers 10. Das ist also beliebte Vers, also für diese für Zehnte, also da steht also ab Vers 10, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, also spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Halleluja. Es ist immer diese Vers. Und manche nehmen sogar so am Anfang. Ich kann also zum Beispiel ab Vers 6 oder Vers 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Ihr aber sagt, wohin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, wohin? Wohin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Also, und so, wenn man also sowas liest,
dann genau diese Versen werden also an die Gemeinde heutzutage gegeben, dass wir verflucht sind, solange wir den Zehnten also nicht zahlen. Also was heißt also Zehnten? Zehnten sind also die 10%, die erklären das so, 10%, also Zehnten, 10% also von unser Einkommen. Das bedeutet also, was du monatlich also bekommst, wenn du arbeitest, verlangen sie, also da musst du 10%, also 10% von deinem Einkommen nehmen und an die Gemeinde geben. Das ist die Interpretation also heutzutage. Aber was sagt uns die Bibel? Nicht vergessen, also in dieser Sendung, die Stunde der Wahrheit, geht es um die Wahrheit aus der Bibel. Halleluja. Aus der Bibel. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Das heißt also, es gibt Leute, die sind eingekettet, die sind, wie sagt man also, wie Sklaven von irgendwelche Denominationen, Konfessionen und irgendwelche Kirchen, also heutzutage, weil sie einfach die Wahrheit nicht kennen. Halleluja. Aber wenn man die Wahrheit erfährt, dann wird man also befreit. Halleluja. Also, und hier in diese Verse, also wenn der Herr sagt, also kehrt zurück zu mir, und die Leute sagen ja, und der sagt ja, wo, wie? Aber, und dann sagt er also in Zehnten und in Hebopfer. Und dann sagt er also, wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr verflucht. Aber spricht der Herr hier also zu der Gemeinde Joshua Mashiach? Deswegen ist also sehr wichtig, also immer die Bücher komplett zu lesen. Die meisten, die solche Lehre geben, die haben wahrscheinlich also Malachi, also von Kapitel 1 bis zu Ende nicht mal gelesen. Die haben keine Ahnung davon. Die wissen überhaupt nicht, also dass da drin der Herr sprach also zu den Leviten, zu den Priestern damals. Die Priester. Und da muss man sich also einfach einfache Fragen stellen. Der Herr sagt zum Beispiel, also er sagt zum Beispiel hier in Vers 10, genau diese Vers 10, was die Leute immer und immer wieder bringen. Da steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Meinem Haus. Was ist das Haus Gottes? Was ist das Haus Elohims hier? Da muss man sich nur diese Frage stellen. Was ist das Haus? Welches Haus meint er? Aber viele von den Freunde von Zehnten, also die Leute, die das also heute predigen, die sagen, ja, Vorhaus, also das Haus Gottes hier, das ist die Kirche, Kirchengebäude. Das ist die Gemeinde, da wo die Leute sich treffen. Da sagen sie, okay, deswegen muss man also das Geld, also die 10%, also von unserem Einkommen in diesen Gebäuden, in diesem Haus also bringen, und damit es immer Nahrung in dem Haus Gottes gibt. Aber die Frage ist, wo ist das Haus Gottes? Wo ist dieser Vorhaus? Vorhatshaus. Vorhatshaus waren sowas wie kleine Häuser, wo man also Tresoren, wo man also Sachen dort also wie ein Lager. Und dort haben sie also Sachen abgelagert und Essen und so weiter. Okay, was ist das Haus Gottes heute? Liebe Geschwister, wir wissen ganz genau, die Bibel sagt uns, dass wir die Christen, wir die Kinder Gottes, wir die Kinder von Elohim, das Haus Gottes sind. Das kann man also ganz einfach in Hebräer Kapitel 3, Vers 6, das ist, es gibt so viele Verse, Hebräer Kapitel 3, Vers 6, Epheser Kapitel 2 und, also ich lese mal, also Hebräer Kapitel 3, Vers 6, da steht, Christus aber als Sohn über sein Haus sind wir. Halleluja, wir sind das Haus des Herrn. Und wenn jemand sagt, okay, wir müssen also Zehnten ins Haus Gottes bringen, das ist einfach, weil die Leute also immer im Kopf haben, dass das Haus Gottes also ein Kirchengebäude ist. Aber diese Kirchengebäude, das hat überhaupt nicht mit dem Haus Gottes zu tun. Das Haus Gottes heutzutage, das Haus von Elohim, sind die Menschen.
die Menschen. Halleluja. Und dann versteht, dann sieht man sofort, aha, spricht überhaupt den Herr so zu uns. Und meistens die Leute, die für diese Zente sind, die das also predigen, die sagen also die Leute, du bist verflucht, also wenn du das nicht gibst. Ich kenne also viele Pastoren, ich habe auch Freunde, die Pastoren sind und so. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe also Probleme, ich habe also komische Träume, bla bla bla, und ich werde angegriffen, ich habe Anfechtungen also von dem Teufel und. Wisst ihr was? Die erste Frage, die sie stellen, ist, zahlst du deine Zente? Und wenn der Typ Nein sagt, dann sagen sie sofort, ja, deswegen hast du also Probleme, deswegen hast du solche Anfechtungen, weil du deine Zente nicht zahlst. Die wollen nicht mal wissen, ob diese Person also in der Sünde lebt, ob diese Person also Jeschua, Hamashiach folgt. Nein, die wollen nur wissen, ob diese Person Geld gibt, die 10% von seinem Einkommen gibt. Und wenn man das nicht tut, deswegen, du bist verflucht. Du bist verflucht, weil du den Zehnten nicht gibst. Aber die Bibel hier in Malachi Kapitel 3, es hat überhaupt nicht mit der Gemeinde Jeschua Mashiach zu tun. Weil wir sind das Haus Gottes. Wir sind das Haus also von Jeschua Mashiach. Wo willst du überhaupt deine Zente bringen? Na, es mag sein, also dann Leute sagen, ja, ich bringe das also in die Gemeinde. Die Gemeinde ist sowieso das Haus Gottes. Okay, wer soll das bekommen? Wer soll das bekommen? Deswegen ist es wichtig, die Verse, die Bibel ganz genau zu studieren, zu lesen und ganz genau, um die Wahrheit zu erfahren. Und nicht nur so ein paar Verse einfach so geben, nein. In Malachi Kapitel 3 hat es nicht mit der Gemeinde Jeschua Mashiach zu tun. Halleluja. Und jedes Mal, und die Leute, die den Zehnten lehren und so, die geben nur diese Vers und gucken nicht mal so andere Verse in der Bibel. Es gibt so viele Sachen in der Bibel über Zehnte. Also, die Zehnte ist also zum ersten Mal in der Bibel erwähnt, in der Geschichte von Abraham. Abraham hatte den Zehnte an Melchisedek, also diese Priester, gegeben. Lesen wir mal kurz, also in 1. Mose Kapitel 14, in 1. Mose Kapitel 14, also steht, da wo Abraham Melchisedek also getroffen hatte, dieser Priester von Salem, Halleluja. Und dieser Priester von Salem in Hebräer 7, sagt man also, dass er ein Bild, also ein Bild von Jeschua Mashiach ist. Halleluja. Also ich lese einfach ab Vers 17. Da steht, und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Halleluja. Und hier sieht man also, dass Abraham nur einmal, ein einziges Mal, nicht monatlich, nicht jedes Jahr und. Er hat Melchisedek also einmal getroffen und dann einmal auch den Zehnten also gegeben. Und diese Wohlstandsprediger, die nehmen immer Abraham als Beispiel, ja, weil der Abraham war so reich, er war so reich und weil er also den Zehnten gegeben hatte.
Das ist falsch, das ist eine Lüge. Bevor Abraham Melchisedek getroffen hatte, war er schon ein reicher Mann. Er war schon reichlich gesegnet. Halleluja. Und das Schlimmste nochmal, weil hier steht also, dass Abraham den Zehnten gegeben hatte, aber ihr müsst also irgendwie verstehen, dass diese Zehnte, es hatte überhaupt nicht mit seinem Geld, also mit seinem Reichtum zu tun, was er immer hatte. Nein, die Bibel sagt also in Hebräer Kapitel 7, wir können das also lesen, in Hebräer Kapitel 7, dass Abraham den Zehnten vom Beute gegeben hatte. Halleluja. Oh, Joshua Mashiach. Kapitel 7, Halleluja. Gehen wir, Kapitel 7, ich nehme einfach also direkt Vers 4. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Er hatte den Zehnten von seiner Beute gegeben an Melchisedek. Das heißt, er ist also zu diesem Krieg gegangen, hat also Lot und die Leute also geholfen, befreit. Und dann haben sie Beute genommen und von dieser Beute hat er seine Zehnte gegeben. Es war nicht mal, was er immer alle drei Jahren oder immer also von seinem Reichtum. Nein, aus diesem Krieg, die Beute. Da hat er so Zehnte bezahlt. Hat er so den Zehnte also an Melchisedek gegeben. Und nur ein einziges Mal. Also die Leute, die immer dieses Beispiel also von Abraham nehmen, ja, Abraham hat also Zehnte bezahlt und nehmen. Nein, das passt nicht. Das passt nicht. Und noch etwas, wenn man den Zehnte, also Zehnte genauso wie Abraham geben soll, dann sollen wir einen so einen Priester suchen. Ein Priestersohn und dann das geben. Aber die Bibel sagt uns ganz klar in 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 9, dass wir die Priester sind. Wir, die Gemeinde Joshua Mashiach. Wir sind also ein Priestentum. Alle Christen, alle Gläubiger sind Priester. Also du kannst nicht mal so ein Priester, irgendwelche Priester suchen und dann sagst du, das ist genau, was diese falschen Pastoren sagen. Die sagen also, wir die Pastoren, wir sind die Leviten oder wir sind die Priester. Und deswegen gehört uns diese Zehnte. Es passt überhaupt nicht. Pastoren, Diakonen oder irgendwelche Diener oder alle Christen sind Priester im Namen Joshua Mashiach. Wir sind alle in einem Priestentum. Das steht da drin. Oder nein? Okay, gut. Ich lese das einfach. Bevor jemand sagt, ja, der Bruder William erzählt wieder irgendwas. Das steht also in Kapitel 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 9. Ihr aber seid auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestentum, eine heilige Nation, ein Volk zur Besitzung, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Halleluja! Ihr, siehst du, mein Bruder, du bist ein Priester. Wenn der Pastor sagt, nein, bringt, oder Pastor oder irgendjemand sagt, ich bin der Priester, bringt mir also dein Zehnt, diese 10%, nein, das passt, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Halleluja, es ist total eine Lüge. Also das heißt, das Beispiel also von Abraham und Abraham hat das also einmal gegeben, nur ein einziges Mal. Und es war nicht mal sein Reichtum, das war seine Beute, Kriegsbeute. Und von dieser Kriegsbeute hat er 10% gegeben, nur einmal an einem Priester. Und dieser Priester war Melchisedek. War damals nicht alle Gläubigen waren Priester. Halleluja. Und heute ist es also anders. Und die Leute, die immer, liebe Geschwister, immer den Zehnten lehren in der Gemeinde, die das also verlangen, die
die nehmen nicht alles in der Bibel. Die nehmen nicht, also nicht alle Versen, wo diese Zente überhaupt erwähnt wurde. Nehmen wir noch, also man sieht noch, also es gibt noch eine andere Art, also also es gibt verschiedene Arten von Zente. Ich kenne also Gemeinden, wenn du sagst, also dass du, die erklären das immer so, oh, Zente, das gehört nur Gott, die 10%. Also das heißt, du nimmst also dein Einkommen monatlich, nimmst du 10% raus und das musst du ganz schön bewahren. Das gehört nur Gott. Lüge! Die Bibel sagt, dass Jehoshua Mashiach uns erkauft hat. Er hat uns erkauft, wir Christen. Wir gehören Jehoshua Mashiach 100%. Kein einziges Teil gehört für, wenn du 10% gibst und die 90%, zu wem? Wem gehört das? Du wirst sagen, okay, das gehört mir. Nein, wir Christen gehören 100% zu Jehoshua Mashiach. Wie können wir also Jehoshua nur 10% geben? Die Bibel sagt also, dass wir uns also geben sollen als lebendiges Opfer. Halleluja. Wir geben uns komplett 100%. Wir können doch nicht also 1%. Deine Kinder gehört Gott. Dein Geld, deine Arbeit. Alles, was du tust, alles, was du hast, gehört Jehoshua Mashiach. Halleluja. Heute werden die Ohren geöffnet. Die Augen werden geöffnet, die Ohren werden geöffnet, also die geistliche Augen werden geöffnet durch die Wahrheit Jehoshua Mashiach. Es schockiert, aber das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Also, dann nehmen wir mal, und die sagen immer, ja, du darfst nicht also deine Zente, die 10% essen, wenn du das isst, dann bist du verflucht und. Wow, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Dann schauen wir mal in der Bibel, also in 3. Mose, ich glaube schon, warte mal, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ich suche mal, es ist also in 5. Mose, genau. Oh Herr, hilf uns, Herr. 5. Mose, Kapitel 14, Vers 22. Da gibt's auch noch eine Lehre über Zehnte. Und liebe Geschwister, diese Verse, die fassen das nicht an, die Freunde von den Zehnten. Die Freunde, die fassen diese Verse überhaupt nicht an. Also, ab Vers 22, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deine Saat verzenten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Also hier diese Zente wird Jahr für Jahr, nicht monatlich. Okay, dann werden die Leute sagen, ja, aber heutzutage kriegen wir unser Einkommen also monatlich. Gut. Und sollst essen, Vers 23, und sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öles und die Erstgeborenen, deinen Rinder und deine Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Boah. Wow. Also hier sagt uns die Bibel, dass wir den Zehnten essen dürften. Also wenn diese Pastoren, diese Leute, die Freunde also vom Zehnten, die das immer so verlangen und sagen, wenn du das nicht isst, dann bist du verflucht. Haben sie diese Verse nicht gelesen? Hier steht ganz klar, dass sie das essen dürften. Jahr zu Jahr nehmen sie also 10% raus und essen das. Wenn aber der Weg zu weit für dich ist,
dass du es nicht hinbringen kannst, ich bin jetzt also auf Vers 24, weil die Städte für dich zu fern ist, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort hinzulegen, wenn der Herr, dein Gott, dich segnet, dann sollst du es, oh, hör mal zu, Vers 25, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an die Städte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Boah. Diese Zehnte dürftest du das also essen. Und essen, wo der Herr, also wo der ein Platz, also eine Stelle, wo der Herr ihn also dir gezeigt hat. Aber wenn das also zu weit weg ist, du kannst nicht deine Rinder, deine Sachen da und tragen, du sollst das also als Geld, also irgendwie verkaufen, und dann hast du Geld und das Geld nimmst du und gehst in diese Stadt dort. Und dort kaufst du alles, was dein Herz begehrt. Das heißt, es ist für dich. Die 10% für dich. Und diese 10%, die du essen darfst, die predigen das nie. Die Wohlstandprediger, die Freunde von Zehnten, die predigen das nie. Die sagen nie davon. Das ist also noch eine Art also von Zehnte. Ich nenne das also diese Zehnte für dich. Die 10% für dich. Jahr zu Jahr. Macht ihr das? Freunde von Zehnte. Macht die das überhaupt? Oh, Halleluja, Halleluja. Immer noch in fünfte Mose. Ich lese das weiter. Es ist so lang hier. Es ist so interessant. Vers 26. Weil hier sieht man also verschiedene Arten also von Zehnte. Und also 26. Gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder und Schafe, für Wein und Trank und für alles, was deine Seele wünscht und isst dort vor dem Herrn, deinem Gott und freu dich, du und dein Haus. Halleluja. Du und dein Haus. Das heißt, du kannst also Leute einladen und die und deine 10% da, deine Zehnte essen. Wow. Und das wird nicht also gepredigt. Halleluja. Vers 27. Und den Leviten, der in deinen Toren wohnt, den sollst du nicht verlassen, denn er hat keinen Einteil noch Erbe mit dir. Das heißt, die Leviten, du sollst also an Leviten denken, weil die Leviten, die hatten für Gott, also die wurden also ausgesondert, also von Herrn, damit sie im Tempel arbeiten und. Und deswegen, viele Pastoren sagen, ja, ich arbeite 100% für den Herrn, ich wurde ausgesondert, deswegen muss man mich also, diese Zehnte gehört mir, weil ich also ein Levit bin. Wow, ein Levit. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertragen, also hier, geht es um Zehnten für alle 3 Jahre. Erstmal war ein Jahr für Jahr und diesmal alle 3 Jahre. Halleluja. Ertragen von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlagen. Vers 29. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir und der Fremde, aha, jetzt kommt etwas. Der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allen Werk deiner Hand, das du tust, segnet. Wenn du an weisen Kinder, an Witwe, an die Armen, die Fremde in deinem Land denkst, daher, also du sollst also an diese Leute denken. Deine Zehnte, so war das damals. Halleluja. Also Jahr für Jahr, die Leviten
alle, also Jahr für dich, du nimmst das, du isst es, und alle 3 Jahre für die Waisenkinder, für die Leviten, für die Fremde und. Wow, lieber Geschwister. Und diese Art von Zehnten, die werden kaum erwähnt in viele Gemeinden. Halleluja. Viele Gemeinden erwähnen das nicht. Nein, das interessiert sie nicht. Die sagen, wir sind die Priester, wir sind die Leviten und diese Pastoren, Vorstand, Prediger, die meisten, das sind die Leute, die das, die treiben, die, die pushen also diese Lehre. Und was passiert? Diese Zehnte, die kriegen das also monatlich und werden immer und immer reicher. Bis sie irgendwann mal also ein Jet kaufen, bis sie, sie essen, sie schlafen also in Hotel, 5-Sterne-Hotel und. Und dann sagen sie, wir sind gesegnet. Aha. Mit diesen falschen Lehre? Oh, Joshua Mashiach. Also wir haben gesehen, also ein Acht, also von Zehnte, das ist also, was man für sich nimmt. Zweite Art also von Zehnte, das ist also, was man für die Witwe, für die Waisenkinder, für Fremde, Ausländer in deinem Land. Denk an diese Leute. Und das alle 3 Jahre. Da solltest du etwas rausnehmen und an diese Leute denken. Und dritte Art also von Zehnten, das ist, was man also an die Leviten gibt. Die Leviten sollten da auch was bekommen. Er sagt also da, diese Leute also keinen Anteil mit dir haben. Du sollst an die Leviten denken. Vergiss nicht, dass die Leviten also keine, wie sagt man das, also die wurden also ausgesondert und hatten kein Land oder sowas, also wo sie arbeiten sollten und. Die haben für den Herrn gearbeitet, also meistens im, wie sagt man das, also im Tempel und. Und nicht vergessen, von diesem Stamm, die Leviten, sind auch die Priester. Dieses Priestentum ist also aus den Leviten rausgekommen. Die Kinder und die Priester, der hohe Priester, also Aaron, also nicht, erstmal, nicht alle Leviten waren Priester. Halleluja. Und diese Priester, hohe Priester, also der kam immer aus der Familie von Aaron. Wie zum Beispiel der Vater von Johannes der Täufer, der kam, der war also im Tempel da drin, da wo er diese Engel getroffen hatten und dann ist er stumm geworden. Er konnte nicht mehr reden, weil er gezweifelt hatte. Ihr kennt die Geschichte in Lukas Kapitel 1. Halleluja. Also ich mache weiter. Wir haben schon diese 3 Arten von Zehnte gesehen. Aber dann müssen wir uns also die Fragen stellen. Aha. In Malachi Kapitel 3, worum geht es überhaupt? Um welche Zehnte geht es dort? Weil du dürfst, also die Israeliten, also die dürfen also ihre Zehnte essen. Alle 3 Jahre könnten, also die sollten also die Leviten nicht vergessen. Und dann alle 3 Jahre was also für die Waisenkinder und die Leute, die Armen und Witwe und. Die sollten was also geben. Aber die Frage ist also, welche Zehnten sind überhaupt in dieses Vorratshaus gegangen? Im Haus Gottes, weil hier alles, was wir gerade gelesen haben, da steht also nichts, was also im Vorhaus Gottes gegangen ist, was sie dort also dort gebracht haben. Halleluja. Die Lösung kommt oder die Erklärung von Malachi Kapitel 3, Vers 10 findet man in Nehemiah, Vers, also Kapitel 10, Nehemiah Kapitel 10, da wo sie den Tempel neu aufgebaut hatten und dann haben sie versucht, also wieder das Gesetz Mose zu befolgen und. Also, ich werde nicht also alles lesen, aber
Ich gehe direkt also in Nehemiah Kapitel 10 ab Vers 38. Da steht, wir sollen das Erste von unser Schrottmehl und unseren Hebopfer und den Früchten von allerlei Bäumen, von Most und Öl für die Priester bringen. Hallo? Die sollten das Ganze für die Priester bringen. Und nicht vergessen, dass alle Leviten waren nicht also Priester. Halleluja! Für die Priester bringen in die Zellen des Hauses unseres Gottes. Halleluja! Also das bedeutet, dass die Priester die Leviten haben, die ihre Zehnte, die haben also vom Volk Israel was bekommen, haben das also in dem Haus Gottes, also in dem Tempel Gottes gebracht. Und ich lese weiter. Und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Halleluja. Da erfahren wir, dass den Zehnten, was man also im Haus Gottes gesehen hatte, diese Zehnten kamen von den Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten erheben sollen in allen Städten unseres Ackerbaus. Verstanden? Nicht, wir haben doch gesehen, in 5. Mose Kapitel 14, da stand dort, vergiss nicht die Leviten. Die sollen was von deinen Zehnten bekommen. Und dann geht es weiter, Vers 39. Und der Priester, der Sohn Aaron, soll bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen. In die Zellen des Schatzhauses. Das ist dieses Vorratshaus. Und da entdecken wir, erfahren wir etwas wunderbar. Was genau in Malachi Kapitel 3, worum es wirklich geht. Die Bibel sagt uns hier, dass es ein Zehnten von Zehnten gibt. Halleluja. Das bedeutet, erklären wir ganz einfach, liebe Geschwister. Ich lese das nochmal. Vers 39. Um der Priester, der Sohn Aaron, soll bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten, Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinausbringen, in die Zellen des Schatzhauses. Das heißt, die Leviten haben Zehnten vom Volk bekommen, was sie bekommen haben, weil der Herr gerecht ist, haben sie nur Zehnten, 10% genommen. Und die 10% haben sie an die Priester gegeben. Und die Priester haben das also in dem Vorratshaus gebracht, lieber Geschwister. Also in Malachi 3, genau dieser Vers, wo man sagt, ja, du bist verflucht, bla bla bla, hat überhaupt nicht mit uns zu tun. Diese Zehnte hatten die Priester bekommen. Wenn du ein Priester bist, weil die Bibel es uns sagt, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, dass wir Priester sind. Sogar in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 6 steht genauso da drin, Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, da steht, Halleluja, Halleluja, danke Heiliger Geist, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinen Gott und Vater. Also ich lese ab Vers 4, Johannes den sieben Gemeinden, den sieben Gemeinden, die an Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt
und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, Joshua Mashiach, der treue Zeuge ist, der Erstgeborenen, der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst, hat durch sein Blut, aha, Vers 6, und uns gemacht, hat zu einem Königtum, zu Priester seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier nur eine Bestätigung, also dass wir die Christen, die Priester sind. Alle Christen, nicht nur der Pastor, nicht nur der keine Ahnung, irgendwelche Heilige, aber wir sind sowieso die Heilige heutzutage. Halleluja. Also in Nehemiah Kapitel 10, da haben wir gesehen, dass es noch ein viertes Art also von Zehnte gibt. Und diese Zehnte ist genau, was wir in Malachi Kapitel 3 sehen. Dann soll man sich also die Frage stellen, ja, William, Bruder William, ja, wenn wir die Zehnte nicht zahlen, wie soll also die Gemeinde überhaupt gehen? Wie soll das und das und das gehen? Evangelisieren und. Die Bibel sagt, dass es aus freiwilliger Spende steht, das Ganze. Wir, die Kinder, Joshua Mashiach, die Kinder Gottes, die Kinder Elohims, wir sind nicht mehr auf dieser Flur. Nein, nicht mehr. Das war das Gesetz. Da jemand wird bestimmt sagen, ja, aber Jakob hat auch gesagt, dass er Zehnte zahlt, aber er hatte bloß gesagt, er hat ein Versprechen, ja, wenn du das und das in mein Leben tust, dann will ich also Zehnte zahlen. Er hat nicht gesagt, dass er jedes Monat also Zehnte zahlt. Lieber Geschwister, es gibt Leute, die sagen, na ja, das ist nicht nur so des alten Bund, Joshua Mashiach hat das auch erwähnt. In Matthäus Kapitel 23, genau ab Vers 23, der Herr Joshua Mashiach hat da vom Zehnte erwähnt. Aber wenn wir mit Kapitel 23 wirklich, also wenn wir diese Kapitel kennen, dann wissen wir, genau dort hat Joshua Mashiach an die Pharisäer gesprochen. Er war hart mit den Pharisäern. Und warum? Weil die Pharisäer, die waren Leute, die das Gesetz Mose angeblich gefolgt hatten. Und genau das hat also Joshua Mashiach gesagt. Ihr Priester, ihr Pharisäer, ihr verzehnten das und das von Öl von so und so und so. Ah. Nein, ich lese das. Ich möchte also Beweise geben, damit die Leute nicht mehr sagen, es ist wieder erfunden. Nein, wir gehen alle zusammen, genauso wie die Christen aus Beröa. Halleluja. Kapitel 23, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und der Dill und der Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Der Herr Joshua Mashiach sagt, ihr habt das heißt, er legt die Zehnte und die ganzen Sachen da in Gesetz Mose. Er sagt also, ihr habt diese Dinge, die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und der Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Halleluja! Nicht vergessen, dass jemand, der das Gesetz folgt, also er muss das komplette Gesetz, alle das Gesetz Mose befolgen. Wenn er ein einziges Gesetz also verliest oder vergisst, ist das eine Sünde. Deswegen hat der Joshua Mashiach nochmal gesagt, ihr Pharisäer, ihr Lügner, Heuchler, ihr verzehntet das und das und das und vergisst das Wichtigste vom Gesetz. Joshua Mashiach legt den Zehnten in Gesetz Mose. Wow, wir wurden vom Gesetz Mose befreit. Lieber Geschwister,
Wie sollen wir also heute spenden? Wie geben wir heutzutage? Weil in Malachi ist es sowas wie ein Druck. Wenn du das nicht gibst, wenn du das nur, dann bist du verflucht. Es ist einfach, lieber Geschwister, lies Malachi komplett. Kapitel 1, 2 und 3. Lies alles und dann werdet ihr sehen, dass der Herr an die Priester, an die Leviten gesprochen hatte. Wie gibt man also heute? Halleluja. Wie gibt man heute? Wir gehen also in Kapitel, in 2. Korinther. Hab doch gesagt, also heute werden wir so viel lesen. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7. Das ist unser Gesetz. Das ist jetzt also das Wort, was wir bekommen haben. Liebe Geschwister, außer Joshua Maschia, nicht vergessen, dass Joshua im Zeit des Gesetzes auch gelebt hatte, weil am Kreuz hat er gesagt, er sagt also in Matthäus Kapitel 5, Vers 17, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat auch im Zeit des Gesetzes selber gelebt. Halleluja. Sieht sie nicht, also wenn jemand etwas getan hatte und jemand also geheilt wurde, er sagte immer, geh im Tempel und mach das, gib diese Opfer und. Aber wir, die Kinder Joshua Maschia, wir vom Neuen Bund, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Wie sollen wir heutzutage geben? 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7. Halleluja. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Halleluja. Hey, Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. Jetzt kennt ihr die Wahrheit über den Zehnten. Ihr könnt nochmal, also in Hebräer Kapitel 7, da steht auch noch was, also vom Zehnten. Halleluja. Also, zum ersten Mal ist dieser Begriff also mit Abraham entstanden und es endet wieder mit der Geschichte von Abraham in Hebräer Kapitel 7. Im Neuen Bund, also da taucht also zum letzten Mal diese sogenannte 10% in Hebräer Kapitel 7. Zum letzten Mal. Die Christen, die Gemeinde Joshua Mashiach hatte nicht mal, die haben nicht also vom Zehnte verlangt. Die haben kein Zehnte verlangt. Gar nicht. Deswegen sagt also Paulus hier, der Herr, unser Herr, liebt ein fröhlicher Geber, ohne Zwang. Das heißt, du kannst sagen, okay, heute gebe ich gebe 10, 20, 3%, 100% oder keine Ahnung. Und nicht vergessen, was du gibst. Das ist also für die Gemeinde, das ist für die Geschwister, das ist für die Armen, das ist damit das Werk Gottes getan wird, gemacht wird, also voranbringen. Arme Leute helfen. Diese Pastoren, also viele davon, die denken, ohne Zehnte, wenn die Leute das also nicht mehr geben, wenn wir sie nicht mehr so zwingen, dann werden wir nichts mehr im Haus, also in der Gemeinde haben. Ja, aber was bringt das, wenn die Leute also in der Sünde leben und immer Geld bringen? Was ist wichtig? Das Wichtigste ist also, dass sie gerettet werden. Und nicht, weil sie so viel Geld geben. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gelesen in 1. Korinther Kapitel 13? Wo Paulus also von der Liebe spricht, er sagt, sogar wenn ich alles opfer, wenn ich sogar Geld für die Arme und sowas gebe, wenn ich die Liebe nicht habe, bin ich nichts. Lieber Geschwister, ich hoffe, dass ich dadurch, durch diese Lehre heute, in Zehnte, viele Leute, also nicht ich, aber Joshua Mashiach, viele Leute die Augen öffnen könnte. Und die Ohren auch öffnen konnte. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich danke euch. Ich danke dem Herrn. Im Namen Joshua Mashiach. Amen.